Stellen Sie sich vor, Sie haben zu Hause eine Gelddruckmaschine. Sie drucken Geld nur mit Papier und Farbe. Dann haben Sie sich noch weiterentwickelt und elektronisches Geld erfunden. Dieses Geld ist nur in Form von einer Magnetspur auf einer Karte oder in einem Computer gespeichert. Sie brauchen nicht einmal Papier dafür. Sie drücken nur eine Taste auf Ihrem Computer, fertig auf Ihrem Computer und auf Ihrer Karte erscheinen eine Trillion Dollar. Kostet es ihnen was? Nein. Aber für alle anderen ist es eine Trillion Dollar. Wenn jemand daran zweifelt, dass es eine Trillion Dollar ist, fliegen sie mit ihrem Bomber einfach hin und bombardieren ihn weg, weil er nicht demokratisch ist. Haben sie in so einer Situation irgendeinen Nachteil davon, jemandem Geld auszuleihen? Natürlich nicht. Sie drücken einfach nochmal auf eine Taste und haben wieder eine Trillion es kostet ihnen gar nichts also ist es sogar von vorteil in so einer situation jemandem geld auszuleihen von sehr großem vorteil sogar nicht weil sie die prozente brauchen was sollen sie mit prozenten machen sie drücken noch mal eine taste und haben wieder eine trillion dollar es ist vielmehr ihre aufgabe das geld so auszuleihen dass der schuldner es nicht mehr zurückzahlen kann denn in diesem fall verlieren sie ja nichts Sie können einfach belegig oft auf eine Taste drücken und sich alles wiederholen. Jedoch, wenn ihnen jemand eine Trillion Dollar schuldet, können sie über ihn verfügen. Sie holen sich seine Souveränität. Sie sagen ihm, wie er bei dem UNO-Sicherheitsrat abstimmen soll. Sie können auf seinem Grundstück eine Militärbasis errichten. Sie können ihn dazu bringen, sich von seiner Frau scheiden zu lassen und sie dann selbst heiraten, wenn sie euch gefällt. Sie können mit ihm machen, was sie wollen. Und das alles absolut gesetzlich. Hat er sich das Geld von ihnen geliehen? Ja, hat er. Hat er es zurückgezahlt? Nein, hat er nicht. Muss er es zurückzahlen? Natürlich muss er das. Fertig, sein Arsch gehört Ihnen. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. <laughs> sie müssen also allen Geld ausleihen, denn wenn alle Ihnen Geld schulden, können Sie sie alle steuern. Daher überall diese Ideologie. Hol dir einen Kredit, leih dir Geld aus, du bist es dir wert. Das beginnt auf der persönlichen Ebene. Man wird dazu bewegt, den Konsum zu steigern. Wir sehen tolle Autos, Villen, Yachten der Superreichen im Fernsehen und das endet bei den Regierungen. IWF, Internationales Währungsfonds oder die Internationale Bank der Rekonstruktion und Entwicklung, ihre einzige Funktion ist, das Geld so auszuleihen, damit es nicht zurückgezahlt werden kann. Nehmen Sie die Berichte von denen zur Hand. Sie werden sehen, dass auf wundersame Weise die Zahl der Kredite, die dieser Organisation nicht zurückgezahlt werden, von Jahr zu Jahr größer wird. Das heißt, dort arbeiten lauter hochbezahlte, hochqualifizierte, Hochprofessionelle Wirtschaftsexperten, die ständig denjenigen Kredite verteilen, die diese nicht zurückzahlen können. Das ist ihre einzige Aufgabe. Geld kostet nichts. Sie leihen Geld aus und bekommen dafür ein ganzes Land. Aber es gibt Länder, die keine Schulden aufnehmen wollen. Daher hören wir von solchen Ländern immer nur Schlechtes. Die Meldungen lauten dann immer, keine Demokratie. Unterdrückung von bestimmten Gruppen, Militarismus, Diktatur, blutiges Regime und so weiter. Wenn ein Land keine Schulden machen will oder kann, müssen sie so machen, dass es dennoch Schulden macht. Wie macht man das? Man destabilisiert die Wirtschaft zum Beispiel und verursacht lokale Schwierigkeiten. Ganz gut geht das zum Beispiel über den Ölpreis. Wenn das Land Öl verkauft, stürzt man den Ölpreis. Wenn es ganz viel Öl kauft, erhöht man den Ölpreis. Es gibt aber auch andere Werkzeuge. So kriegt dieses Land ein Problem mit Geld und fängt an, sich Geld auszuleihen. Praxisanwendung Fall Person. Ein Mann wollte ein Werk, das ihm gehörte, modernisieren. Die Organisation, die ihm ein Kredit angeboten hat, gab ihm das Geld zu etwas anderen Bedingungen als eine Hausbank. Dafür hatte er etwas mehr gekriegt, um alle Wünsche, die er hatte, zu realisieren. Ausgemacht war eine. Von fünf Jahren der festgelegte Zinssatz war auch kein Problem für ihn. Er nahm das Geld und modernisierte sein Werk. Aber statt nach fünf Jahren verlangte die Organisation das Geld plötzlich nach fünf Monaten. Die Vertreter sagten zu dem Mann: Es tut uns leid, die Situation hat sich geändert. Bitte zahl uns das Geld jetzt zurück. Was denken Sie, kann er das Geld zurückzahlen? Wahrscheinlich nein. Er kaufte neue Maschinen und Geräte für sein Werk. Es dauert seine Zeit, bis das Geld wieder reinkommt. Er sollte doch nur die Tilgungsrate mit den Zinsen zurückzahlen, aber die fordern den gesamten Kredit auf einmal zurück. Er sagt, es tut mir leid, nein, ich kann das Geld nicht zurückzahlen. Dann sagen die ihm, es tut uns leid, aber dieses Werk gehört ab jetzt uns. Fall Land. Man gibt dem Griechenland Geld. Was sieht Griechenland? Ich kann meinen Bürgern 13 Monatsgehälter bezahlen. Und die Bank sagt, keine Sorge Griechenland, nimm das Geld, du bist mein Kumpel, es gibt kein Risiko, wir sind hier alle unter uns und können ja reden, wenn was ist. Billiges Geld, nur 1% Zins. Griechenland hat das natürlich genommen und ausgegeben. Die Griechen sind zufrieden, sie tanzen Sertaki und trinken Uso. Lassen es sich gut gehen, es vergeht ein Jahr. Die Steuern wurden bezahlt, und was sieht man? Es ist wieder zu wenig Geld da, reicht nicht für den 13. Monatsgehalt. Griechenland geht wieder zur Bank. Liebe Bank, kriege ich bitte, bitte, bitte noch ein Kredit? Natürlich, sagt die Bank. Hier, bitte, wir sind doch alle Demokraten und stehen für menschliche Werte. Ein Prozent Zins ist okay. Sie machen das Spielchen mehrere Jahre nacheinander. Die Schulden werden größer. Griechenland kommt noch einmal in die Bank und kriegt als Antwort auf einmal, es tut uns leid, Griechenland, aber ein Prozent ist nicht mehr machbar. Wir glauben dir nicht mehr. Du arbeitest zu wenig, tanzt zu viel, trinkst zu viel. Was sagt Griechenland? Ja, dann gebt mir halt doch 3%. Egal, gebt mir bitte ein Kredit. Ich brauche es unbedingt. Ich muss meinen Bewohnern die 13 monats zahlen und so weiter. Ich brauche Staatsautos für meine Beamten. Die Bank sagt: Ja, klar, warum nicht gleich so? 3% ist okay. Hier bitte für 3%. So wächst der Kredit noch weiter und die Zinsen mit ihm. Es vergeht ein Jahr. Griechenland braucht wieder Geld. Die Bank sagt, Griechenland, 3% war gestern, wir lassen uns mit 5% mit uns reden. Griechenland hat keine Wahl und sagt, na gut, dann eben 5%. Verstehen Sie, es ist ein Teufelskreis, aus dem man nicht mehr so leicht rauskommt. Die Zinsen werden immer höher und schon arbeitet das ganze Land nur um die Zinsen zu tilgen. Für die Kredittilgung bleibt nichts mehr übrig. An die Kreditrückzahlungen denkt schon gar keiner mehr. Dann kommt der Moment, wo sie Griechenland an einer Stelle packen und mit ihm machen können, was sie wollen. Sie sagen dann der Regierung von Griechenland, machen Sie das und das. Wenn die Regierung von Griechenland sagt, nein, das können wir nicht tun, wir sparen, wir werden die Ausgaben reduzieren und die Schulden zurückzahlen versuchen, dann sagt die Bank okay und lädt sich Gewerkschaftsvertreter ein, unterschiedliche Oppositionelle und anarchistische organisationen und dann fragen sie diese ganzen vertreter und organisationen ob sie denn nicht gegen die faschistische blutige oder sonstige diktatorische regierung kämpfen wollen gibt ihnen geld also die bank bezahlt die Unordnungen innerhalb Griechenlands. Die Regierung hängt zu 100% von ihnen ab. Sie kann nicht die Schulden zurückzahlen und sie kann die Ausgaben nicht reduzieren, da sie dann sofort eine Revolution, Unordnungen oder sonstige Aufstände hat. In Griechenland finanzieren würden das die Banken. Also können sie weiteres von Vorgehen von Griechenland quasi diktieren und völlige Kontrolle über Griechenland ausüben.